So, wir sind wieder zurück bei Frostpunk. Wo war ich denn das letzte Mal stehen geblieben? Sammelstelle. Ach genau, wir hatten einen Kohlegenerator gebaut, einen zweiten. Stimmt, wir wollten die Kohle wieder auf Vordermann bringen. Lass nicht zu, dass ein Londoner Stadtfrieden stört. Ach genau. Stimmt, wir hatten ja hier die Glaubenshüter, unsere Gebetsbrüder, mit reingebracht. Du bist nur auf 1 gestellt. Reicht uns ja. Krankenhaus erforscht. Sehr schön. Krankenhaus. Ein dampfbeheiztes Krankenhaus mit 10 Betten. Behandelt. Perfekt. Kann ich das jetzt auf einen? Natürlich nicht. Passt du hier hin? Oh, Scheiße. Dann kommst du halt hier direkt neben die Kohlemine, wa? Joa. Joa, muss ja. Muss, ja. Gut. Dann lassen wir das mal laufen und erforschen gleich wieder das nächste. Dampfzentrum Reichweite. Ja, kann nicht schaden. Zumal ich da drüben. Oh Gott, die nächste Kältewelle ich wieder sehe. Das ist nicht gut. Stopp. Wir haben gerade niemanden. Der mein Zeug baut. Dann müsst ihr hier alle raus und bauen. Los. Was ist hier passiert? Beschuldigter Geistlicher. Eine Frau möchte sie sehen. Sie behauptet, sie haben Beweise gegen einen unserer Geistlichen. Niemals. Der Ketzerei beschuldigt. Sie sind meine einzige Hoffnung. Als ich diesen Schuft anzeigen wollte, haben sie Kollegen, seine Kollegen mich rausgeschmissen. Er erfindet Anschuldigungen, um sich an denen zu rächen, die ihnen in die Quere kommen. Sie lügt! Sie ist eine Ketzerin. Unzufriedenheit steigt, ist mir egal, ich brauche Hoffnung. So, jetzt baut los. Schergen. Ui. Perfekt. Muss ich erst mal schauen, ob ich dann überhaupt genug Leute finde. Kalte Unterkünfte beginnen innerhalb von 2 Tagen mit dem Beheizen von 8 kalten Unterkünften. Ja, machen wir. In 2 Tagen. Dann würde ich fast behaupten, ich muss hier überall mal Arbeiter rausschmeißen. Reichweite erforscht, sehr schön. Heißt, ihr habt jetzt alle eine größere Reichweite. Perfekt. Wirklich die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen. Wenn die Generatorbelastung aktiviert ist, heißt, das ist dann überall nicht nur
dort. Leichtere Speerschlitten. Das Depot wäre vielleicht auch ganz gut. Außen. Sammelstellen werden wärmer. Gut, brauche ich große Rohstofflager. Arbeiten 10% effizient. Oh, das klingt gut. So. Ah, jetzt muss ich nämlich mal ein bisschen schauen. Muss ich die eine Jagd nämlich zumachen. Hier nehme ich mal noch, schmeißen wir noch ein Kind rein und drei Ingenieure hier mal raus. Der Tempel hat dazu verholfen, einigen auf den rechten Weg zu finden. Das ist sehr schön. So. Krankenhaus, da brauche ich doch bestimmt Ingenieure, genau. Die schmeiße ich jetzt einfach mal alle dort rein. Dampfsägewerk. Mit dem Holz schaut es eigentlich ganz gut aus, deswegen nehmen wir da nur 4. Du hast die Jagdhütte. Ihr wolltet die Stahlwerke. Habe ich gerade eigentlich auch genug? Dann ziehe ich hier noch 2 ab. Schmeiß die hier rein. Weil die oberste Priorität. Achso, das war das Ding. Auf dem Weg zum Auftanken. Das hätte mich nämlich mal interessiert. Wo tankst denn du dich auf? An dem Ding. Okay. Keine sammelbaren Rohstoffe in Reichweite. Schlecht. Du bist voll, oder was? Lagerkapazität erreicht, oder hast du einfach noch nicht angefangen hier? Fang mal an. Was ist euer Problem hier? Benötigt Drohnen. Oh, okay, das ist kein Problem. Das Ding müssten wir mal anschalten. Hatte ich hier genug Leute drin? Jo, aber da kann ich ja mal noch einen. Muss ich halt mal noch ein Dampfzentrum hinbauen. Dass ich dich dann auch laufen lassen kann, wenn es wieder kalt wird in 2 Tagen. Huch. So. Die sind zurück und ich kann jetzt 2 Generatoren. Oh, sehr schön. Lager der Amerikaner, Abfahrt.
keine Arbeiter da zugewiesen. Ja. Los. Geht gefälligst arbeiten. So. Du reichst theoretisch von 8 bis 18 Uhr. Und du reichst eigentlich auch 8 bis 18 Uhr. Huch. Einrichten. Kann ich aber nicht, weil ich keinen Außenposten habe. Dementsprechend weiter zu dir. So, kann ich jetzt mal wieder ein bisschen Hoffnung verbreiten hier. Essensration haben wir mehr als genug. Abendgebet, Abfahrt. Predigt kann ich nichts machen. Was ich mal noch bauen kann, sind ein, zwei Rohstofflager. Hab ich hier hinten schon eins? Nee, ne? Dann kriegt ihr direkt mal ein Rohstoffdepot. Und hier muss ich halt auch mal noch eins hinbauen. Baut. Was ist denn jetzt los? Essen für die Hungernden. Ja, unsere Glaubenshühner haben einen illegalen Nahrungsvorrat gefunden. Es ist ziemlich viel. Also wollen wir das Essen an die Bedürftigen verteilen. Aber vielleicht möchte ich lieber anderen. Hoffnung steigt an. Klar. Ich hab doch genug Essen. Hier. Festpredigt. Hoffnung steigt. Ich wollte ja hier eigentlich eine Prozession machen, ne? Wenn die Prozession noch Mitternacht beginnt, da muss ich dann mal dran denken. Und ihr müsst ja eigentlich auch mal arbeiten. Das ist sehr schön. Gesundheit. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Ja. Brauche ich weniger Kohle. Ein neues Gesetz. So, entweder mache ich. Hier kann ich gar nicht mehr. Oha. Beschützer der Wahrheit. Der Captain wird den Titel Beschützer der Wahrheit annehmen. Als einziger wird er uns sagen können, was richtig und was falsch ist. Und uns so in unserem. In unserem Glauben anleiten, ja. Orte des Captains, Glaubensführer Tempel, jeder Einsatz verringert die Unzufriedenheit stark. Tja, jetzt ist die Frage, nehme ich das Ding? Oder baue ich hier mal ich könnte das hier auch noch machen. Die Kampfarena machen. Ich meine, eine bauen nicht genug Rohstoffe habe ich momentan sowieso. Tschak. So, habe ich da wieder weg. Puffer.
Wenn ihr das Ding aufgebaut habt, habe ich für die Nahrung noch einen dicken Puffer. Perfekt. Schaßen aus, Tempel hat einige dazu geholfen. Na so langsam. Ey, die Hoffnung ist doch schon wieder richtig top hier. So, du bist für die Nahrung zuständig. Rohstoffdepot. Schicken wir euch wieder hier rein. Euch auch. Und hier nochmal ins Krankenhaus. Beziehungsweise. Ich habe hier ziemlich viele kranke Arbeitskräfte. Amputierte. Ah, ich müsste eigentlich die blöde Fabrik mal erforschen, dass ich denen wieder Arbeit geben kann, ne? 25 Kranke. Auf dem Weg zur Behandlung. Weniger als eine Stunde. Naja. Okay, aber jetzt erstmal zu dir. Frischwasserquelle. Überlebend aus. Sehr schön. Neue Leute. Wir haben bei den Frischwasserquellen einige Flüchtlinge aus Winterheim aufgefunden. Sie bieten einen traurigen Anblick und das Schicksal ihrer Stadt scheint sie völlig kalt zu lassen. Wenn man sie fragt, wie sie den Hunger nun überlebt haben, weichen sie unseren Blicken aus, weil sie sich gegenseitig gefressen haben. So. Genau, sicher und schnell heimbringen. Ich brauche die Arbeitskräfte. Und dann müsste ich vielleicht mal den Schlitten erforschen, dass die nicht immer 5 Stunden brauchen hier. Baue eine Kampfarena. Mache ich gleich. Ach ja, was ich jetzt bauen wollte, sind Baracken. Einwohner. Ach, ich kann die instant gleich bauen. Ja, easy. Ach, ich muss die quasi mitten reinbauen, dass die so viel wie möglich. Leute, befriedigt quasi. Haben wir noch eine Kampfarena und dann am besten noch ein, zwei Baracken drumrum. Habe ich richtig, richtig geil gebaut hier. Scheiße. Jetzt alles verbunden sein hier, ne? Ich habe ja das Holz gerade, ne? Komm, was soll der Geiz? So, jetzt baut. Theoretisch könnte ich ja hier auch mal. Naja, easy. Zusatzration. Kommt, Abfahrt. Ich habe genug Essen. Kümmert euch. Stelle erträgliche Temperaturen sicher. Hat noch ein bisschen Zeit.
Was ich aber unbedingt machen muss. Voraussetzung und Fähigkeit nicht erfüllt. Oh, stopp, 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 stopp. 1 Uhr irgendwas. Jetzt müsste ich hier richtig. Nach Mitternacht beginnt. Freitag 1 Uhr. Chuck. Startet um 0.30 Uhr am Generator. Okay, dann lass uns mal überraschen. Und eine Predigt. Passiert was? Nee, ne? Ich hab's denn gemacht, die hier zu boosten. Da ist eigentlich nur einer drin, ne? Das war dämlich. Gemäß des neuen Gesetzes wurde eine Kampfarena gebaut. Yes. So, hier werden abends Kämpfe veranstaltet. Jeder, der in der Nähe wohnt, kann daran teilnehmen oder zusehen. Ach du mein Gott. Okay. So, da haben wir gleich mal zwei neue Baracken gebaut. Ach, deswegen kann ich dann längere Schichten machen, ne? Müssen wir leider auch tun, Freunde der Sonne. So, du kannst jetzt theoretisch arbeiten hier, oder? Jo, ne? Londoner verlieren Anhänger, yes. Gleich gewinnen sie wieder welche. So. Was haben wir denn hier? Die ersten überzeugt. So, einige der Anwohner, die nach London fliehen wollen, haben es sich anders überlegt und wollen hier weiter kämpfen. Jawohl. Gut, dann spulen wir mal weiter vor. Oh ja, Obacht. Mindestens erträgliche Lebenstemperatur, ja. Wir sind im Lager der Amerikaner angekommen. So, was haben wir hier? Tipp einer Gläubigen. Perfekt. Lager ist keine Menschenseele. Verhungerter Amerikaner. Das Lager der Amerikaner war mit allem Guten ausgestattet, außer mit Nahrungsmitteln. Als wir die Zelle durchsuchten, fanden wir noch mehr Opfer als Hunger. Noch mehr Opfer des Hungers, mein Gott. Die meisten von ihnen tragen abgenutzte, aber sehr fortschrittliche Prothesen mit dem Firmenlogo Tesla Manufacturing. Wir können sie nur begraben und ihre Ausrüstung mit uns nehmen. Ja, naja, gut, immerhin. Okay. Einige werden denunziert und überzeugt. Ja.
Perfekt. Treibhauswärmedämmung. Speisehaus. Nee, ich würde jetzt tatsächlich erstmal uns. Ach nee, Fabrik wollte ich auch machen, dass ich endlich Prothesen basteln kann. Tja, 9 Stunden. 9 Stunden. Nee, ich baue jetzt erstmal die Fabrik. Also ich erforsche die Fabrik so rum. Die Frage ist natürlich jetzt auch. Muss ich ja dich hochpumpen, ne? Kann ich hier schon wieder was abfeuern? Nee, noch nicht. 5 Stunden. Wie kann es denn sein, dass ich so verdammt viel Nahrung habe, Mensch, unfassbar. Und sonstige Behandlung. Kann ich die richtig absichtlich rausschmeißen? Wie machen wir denn das am dümmsten? Oh, hier auf jeden Fall noch mehr Leute. Dann würde ich sagen, Jägerhütte. Der fliegt hier raus. Hier rein. Und ich muss halt noch ein verdammtes Rohstoffdepot bauen. Was gibt's denn? Ich lass Rohstoffe zerstören, ist mir egal. Ich hab's ja gerade, was soll der Geiz? Noch 4 Stunden, noch 3 Stunden. Oh, was ist denn jetzt los? Von Maschine eingeklemmt. Oh, es gab einen Unfall. Ein arbeitendes Kind wurde durch eine Maschine eingeklemmt. Einrichtung, Hoffnung steigt leicht an. Wird wahrscheinlich sterben. Oh Mann. 8 Stunden, aber ich glaube, der Tag wäre gleich vorbei, ne? Ja. Komm, für eure Hoffnung. Fabrik erforscht. So, dann bauen wir doch gleich mal eine Fabrik. Und setzen die hier rüber. Hier rüber. Bam. Zwei Stunden. Gut, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir dich mal hochheizen. Dauert ja bestimmt auch ein Stück, wa? Ja. So, jetzt muss ich nämlich aufpassen. Jetzt ist es hier erträglich.
Dann muss ich kurz bevor der Kälteeinbruch kommt, nämlich die Dinger noch anmachen. So, dann muss ich dich. Nein, 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 nein. Auf 6 bis 12 einstellen und dich hier theoretisch hoch. Das klang gefährlich. Ja. Das Ding ist noch im Bau. Kann ich wieder was veranstalten? Nein, kann ich noch nicht. Was denn nun schon wieder? Kinderarbeiter gerettet. Hoffnung steigt leicht an. Na, sehr schön. Gern geschehen. War ja klar. Prothesen. So. Muss ich hier leider 5 abziehen. So leid es mir tut. Durch haben wir 10 Stunden, 40 Stunden. Ran! So, du wartest. Auf was wartest du? Gut, Abfahrt. Oh, ich bin dämlich. Ich bin dämlich. Kein Wunder, ich habe mich gefragt, warum geht denn das nicht hoch da drüben? Ich verstehe es nicht. Man müsste natürlich auch das Richtige auswählen. Oh, so ein Dreck. Na gut, mein Stahl wird jetzt deutlich runtergehen. Dann lass mal dich mal offen. Okay. Hast du noch was, was ich machen könnte? Öffentliche Buße. Ganze Verletzung gekommen. Ja, kann ich mir gerade nicht leisten. Wobei eigentlich schon, aber. Prozession beginnt am Generator. Perfekt. Kenne ich ja hier mal. Ich hatte ja noch irgendwo Krankenhaus. Dann schmeiße ich euch alle hier rein. Gut, so viel dazu. Okay, 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 okay. Dann
Dann schmeißen wir euch schon mal an. Warum werdet ihr nicht erträglich? Das gefällt mir gar nicht. Weil dann sacken die dort nämlich wieder ein. Oh, jetzt noch was zu bauen ist zu spät. Naja, wird schon passen. Was? Ja, es war mir klar, dass es nicht funktioniert. Ach. Oh, so viele gleich. Minus 70 Grad. Seid ihr des Wahnsinns? Oh, ey, leg mich am Arsch. Eiskalt. Scheiße. Da war ich nicht. Oh Gott, verdammt, ey. Bringt das was, wenn ich dich übertakte hier, Freund? Nee, nein, nicht wirklich. Puh, okay, du wartest. Ich bin auf dem Weg. Ich glaube auch nicht, dass ich hier wirklich. Das probieren wir jetzt aus.
kommt sie her? Jetzt habe ich eigentlich mehr als genug Leute übrig, ne? Du bist voll. Rein mit euch. Kinder. Ach, dann kann ich hier mal noch welche reinschmeißen. Dann muss ich halt mal noch so ein scheiß Dampfding hinbauen. Zählt ja alles nichts. Ihr Sätze. So, kann ich jetzt hier noch was Neues machen? Wirtshaus. Auch in dieser rauen neuen Welt müssen die Menschen immer noch ihre Stimmung nach der Arbeit bei einer Runde im Wirtshaus aufhellen. Neues Gebäude, Wirtshaus. Einwohner des Wirtshausbesuchs sind weniger unzufrieden, Hoffnung steigt leicht. Gesetz. Unzufriedenheit auf Dauer verringert. Naja, umbringen braucht euch eigentlich nicht. Schnaps. Wirtshaus bauen, das sollte ja aber kein Problem sein. Ich kann ja aber auch immer noch. Das hat ja eigentlich auch die. Steigert die Effizienz in nahegelegenen Arbeitsplätzen. Schaut es eigentlich mit Prothesen aus jetzt hier? Sind in Arbeit. So. Mit der Nahrung komme ich hin. Ich brauche eigentlich immer noch Kohle. Naja, Schreine. Arbeiten effizienter. Also wieder super platziert hier. Oh Mann. Nee, da hinten lohnt sich's nicht. Hier macht's Sinn. So. So, bessere Speerschlitten. Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich braucht und wollte, ne? Muss ich denn hier? Was brauche ich denn hier? 150 ist eigentlich alle viel. 10 Stunden. Und die Kälte ist gleich vorbei, Kinder, Leute. Warum habe ich das nicht an? Dreck.
So, Schreine gebaut. Sehr schön. Oh, was ist denn hier los? Die Bitte eines Kindes. Durchgefrorenen Jungen neben dem frischen Grab gefunden. Er muss dort verbracht haben. So ein dummes Kind. Oder kann ich hier irgendwas machen? Nö. Ich habe erst drei Leute verloren. Da brauche ich mal einen neuen Friedhof. Friedhof, Friedhof, Friedhof. Es darf nur einen Friedhof in der Stadt geben, nö. Das passt schon. Mal kurz auf den Tacho schauen. Jo, ist noch ein bisschen Zeit. So, jetzt komm, lass mal die Eiszeit vergehen hier. Mein Elend. Oh, warte mal, ich hab doch wieder Leute. Jagdhütten, rein mit euch. So. Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in der Wärmezone um 1. Ist damit dreimal so hoch. Heizkörper verbrennen weniger Kohle. Auch gut. Erstmal müssen wir es ja noch machen hier. Oh, stopp. Ich kann doch bestimmt mal wieder ein Abendgebet. Okay. Können wir mal wieder jemanden geiseln hier? Nee. Es sind aber nur noch 12 Londoner, die abhauen wollen. Ist jetzt die Scheißkälte nicht mal vorbei hier, das gibt's doch gar nicht. So, die Frage ist dann, brauche ich dann solche Automaten? Macht das Sinn? Komm. Was jetzt passiert? Mach gefälligst weiter. Ey, meine Kohle ist was alle, ey. Leg mich am Arsch. Gesetz. Feld, ja, macht es doch mal an. Feldküchen. Jede Feldküche wird Einwohner, die in der Nähe arbeiten, mit heilen Mahlzeiten versorgen, um sie warm zu halten. Die Temperatur von Arbeitsplätzen in der Nähe. Das ist natürlich auch gut. Haus der Heilung. Die Gläubigen in diesem Haus der Heilung arbeiten, heil nicht nur kranken, sondern auch beten. Keine Ingenieure, das versorgte von schwer Kranken. Baue zwei Feldküchen. Dann würde ich zumindest Nahrung wegbringen. Und mir Kohle sparen. Hoffentlich.
Zusatzration, Abfahrt. Zusatzration, Abfahrt. So. Jetzt ist es schon mal nur 50 Grad kalt. Kühl. Aber da ist doch eh nur der Automat drin. Dann kann ich dich ja rausschalten. Und dich kann ich eigentlich auch ausschalten, ne? Komfortabel brauchst du eigentlich auch nicht. Der reicht erträglich. Wenn ich dich ausschalte, ist bei dir kühl. Habe. Erträglich reicht mir vollkommen. Dich kann ich auch ausschalten. So, und jetzt hier. Na, kühl. Dich erträglich reicht uns vollkommen. Ihr seid auch theoretisch ganz gut gedämmt, ne? Und du reicht mir auch. Komfortabel. Erträglich, sehr schön. Okay, dann haben wir uns jetzt hoffentlich mal noch ein bisschen Kohle eingespart. Wenn ich dich ausmache. Wie schaut's denn dann aus hier? Immer noch easy. Perfekt. Kann er ja gerne machen. So. Sanitätsstation. Oh, da würde ich jetzt tatsächlich wirklich mal aufrüsten. Zusatzrationen. So. Kohle wollte ich eigentlich schauen, ne? Ich Idiot. Was kann ich jetzt hier noch bauen? Eine Feldküche. Ah ja. Schaffe ich es denn bei dir wenigstens, dass du beides erwischst? Nee, natürlich wieder nicht. Ach, Mensch. Und ganz wichtig wirst du... Da drin arbeitet ja keiner. Krankenhaus ist auch egal. Grenzt nicht an die Straße, ist mir egal. Die sind eigentlich eh gut isoliert, ne? Das müsste ich, wenn hier noch einer ansetzen. Das setzt sich aber so beschissen. So. Du bist ja da dran, du bist da dran. Okay. Speer, was hast du? Temporäre Siedlung. Erforschen. Denkmal des Unrechts. Im Zentrum der Siedlung steht ein auf.
gerichteter Felsbrocken. Jemand hat eine Botschaft darauf gemeißelt. Möge der Allmächtige dem Genie vergeben, der menschliche Leben im Namen des Fortschritts geopfert hat. Wir können es nicht. Die Vertriebenen aus Tesla City. Denk mal, nicht anfassen, wollen die wieder abbauen. Holz, ja, noch freilich, ja damit. Kann ich eigentlich noch? Wie schaut's denn aus hier? Ja, keine Obergrenze 2. Hm, okay. Einige Vorräte wieder beschafft. Schön. Predigt, Abfahrt. Nichtsdestotrotz brauche ich jetzt mal Kohle. Ich brauche mehr Kohle. Vielleicht hätte ich doch lieber die Effizienz nehmen sollen. Ach, Dreck. So, du hast nichts zu tun, hä? Huh? 100 Stahl, 50 Kohle und ein Kern. Nee, kann ich nie machen. Dann nehme ich euch mal hier raus. Schmeiß euch mal hier rein. Kinder, ihr könnt Essen verteilen, das ist doch perfekt. Hier mal noch ein Kind rein. Wie versprochen, zwei Feldküchen gebaut. Jo. Buh, Kohle. Ich brauche Kohle. Hoffnung steigt an. Es wärmt die Seele. So, die Einwohner wissen die Feldküche zu schätzen, die wir für sie gebaut haben. Ist bereits mit unserem Glaubenbrunnen bedankt. Hoffnung steigt an. Perfekt. So. Dampf. Kohlemine. Bau von Dampfkohleminen. Kann die Mine pro Tag 600 Kohle pro Standardarbeitstag fördern. Pumpt Hochdruckdampf in unterirdische Kohle und drückt wertvoll an die Oberfläche. Dabei entsteht ein Haufen. Konnte ich die überall hinsetzen? Natürlich habe ich die Zeit wieder verhauen. Deswegen ist jetzt schon wieder Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.